Und wenn du so im Kleineren immer mehr die Erfahrung machst, dass es funktioniert, dann entwickelst du einen unerschütterlichen Glauben an dich, an deine Fähigkeiten, an dein Potenzial, an deinen göttlichen Kern und erschaffst dir so Tag für Tag dein wunderbares, geniales Leben, so wie es zu dir, zu deinem Herzen, zu deiner Familie passt, zu den Dingen, die du jetzt in diesem Leben einfach noch erreichen möchtest. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir zu Tag 7 der Seelenfreude-Challenge. Wie geht's dir heute Morgen? Wie war dein Tag gestern? Wie ist es dir gelungen, präsent zu sein, im Hier und im Jetzt zu sein, Zeit zu haben? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib es mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein. Ich sehe, die ersten Zuschauer sind live mit dabei. Wer es ist, kann ich noch nicht sehen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich mit dir über Selbstvertrauen sprechen. Wer möchte denn gerne ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, sich selbst ein bisschen mehr trauen, sich selbst ein bisschen mehr zutrauen? Schreib doch gerne mal ein Ich oder ein Ja ins Kommentarfeld rein. Und dann können wir auch gleich starten. Heute mit einer guten und starken Internetverbindung. Habe ich bestellt. Funktioniert ja wohl auch anscheinend. Okay, ja. Ihr Lieben, du Liebe, heute Tag 7 Seelenfreude Challenge. Selbstvertrauen. Warum mangelt es uns eigentlich so an Selbstvertrauen? Im Prinzip ganz einfach, weil wir oftmals. Evelyn, einen wunderschönen guten Morgen. Evelyn mit Y. Warum mangelt es uns so an Selbstvertrauen? Warum zweifeln wir so an uns selbst? Ganz einfach deshalb, weil wir oftmals uns Dinge vornehmen, größere Dinge, kleinere Dinge, und ziehen es letzten Endes dann nicht durch und machen es nicht. Das fängt schon morgens mit Kleinigkeiten an, mit großen Kleinigkeiten oder kleinen großen Dingen, wie auch immer man das nennen möchte oder sehen möchte. Wenn man morgens aufsteht und nimmt sich vor, das und das und das und das mache ich heute alles und macht es dann letzten Endes doch nicht, dann kostet das jeweils Selbstvertrauen. Hallo liebe Hilke, einen wunderschönen guten Morgen auch zu dir. Dann kostet das jeweils Selbstvertrauen. Also immer, wenn du dir Dinge vornimmst, ob das jetzt was Kleines ist, sprich, dass du morgens aufstehst und nimmst dir vor, heute bringe ich die Wohnung in einen anderen energetischen Zustand, heute bügele ich die Wäsche, heute mache ich die Steuererklärung, heute nehme ich mir Zeit für mich selbst, heute beschäftige ich mich mit mir und meinem Seelenplan, heute frage ich mich, was ist der nächste Schritt, meinen Seelenplan zu entdecken oder keine Ahnung, es hängt auch mit zusammen, wenn du in dazu für die nächste Woche irgendetwas planst, dir vornimmst, ab nächste Woche faste ich, ab nächste Woche kümmere ich mich mehr um meine Gesundheit, ab nächste Woche beginne ich mich gesünder zu ernähren oder in diesem Jahr starte ich noch mal eine Challenge, wo ich, keine Ahnung, mal einen Monat lang keinen Zucker zu mir nehme oder mich nur biologisch ernähre oder was auch immer. Also die Dinge, die du dir für heute vornimmst, aber auch für die Zukunft vornimmst. Und wenn du es nicht machst, das kostet dich jeweils Selbstvertrauen. Mein Beispiel dazu, also du traust dir letzten Endes dann selbst nicht. Mein Beispiel dazu. Nehmen wir mal die Evelyn. Die Evelyn wohnt ja nicht weit von uns hier entfernt. Als Beispiel, Evelyn. Ich lade dich ein, sonntags mittags zu leckerem Kaffee und Kuchen. Und du kommst zu uns. Ich denke mal, das sind so etwa 20 Kilometer von der Entfernung her. Und ich mache die Tür auf und sage: Oh Gott, Evelyn, ich habe es total vergessen. Passt jetzt überhaupt nicht. Ich habe auch keinen Kuchen gebacken, gar nichts. Können wir es nicht bitte verschieben? Komm nächste Woche mit deinem lieben Mann am Sonntag nochmal. Und dann sagt die Evelyn, naja, okay, kann ja mal passieren. Irmgard ist ja wohl eine ganz nette, da fahren wir nächsten Sonntag einfach nochmal.
Okay, gut, zweite Chance habe ich. Sonntag drauf kommt ihr nochmal, fahrt hier vorm Haus schon vor und seht, oh, da steht kein Auto da, da ist kein rotes Auto da. Irgendwie schon so ein komisches Gefühl. Und ihr klingelt und es macht erst gar keiner auf. Ich bin erst gar nicht da. Ich gehe mal von außen, drittes Mal brauche ich euch dann nicht einzuladen, weil, okay, die kann ja viel reden, lass mal gut sein. Was ist dann geschehen? Du hast das Vertrauen in mich verloren. Ich kann dir da viel erzählen. Ich denke, ein drittes und viertes Mal brauche ich euch nicht einzuladen. Ihr habt kein Vertrauen mehr in mich. Das war's dann. Und dieses Beispiel bringt so gut auf den Punkt, was wir jedes Mal mit uns selbst machen, wenn wir uns Dinge vornehmen und auch kleine Dinge. Und es sie letzten Endes nicht durchziehen. Es kostet uns jeweils Selbstvertrauen. Das heißt, wir trauen uns selbst nicht mehr. Und deshalb ist es so hilfreich, auch morgens mental in den Tag zu starten, nur mit den Dingen, die du dir heute vornimmst. Also lieber dann nur drei Dinge als gefühlte 10 Dinge und die eben dann auch machst, die dann auch durchziehst. Und damit sorgst du dafür, dass du sukzessive dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich selbst wieder aufbaust. Weil dann passiert auch noch Folgendes. Abends, wenn du zurückblickst auf den Tag, so eine kleine Rückschau auf den Tag hältst, blickst du zufrieden, erfüllt und glücklich auf den Tag zurück. Du klopfst dir auf die Schulter. Was hast du heute gemacht? Die drei Dinge, die du dir vorgenommen hast, die hast du gemacht. Das heißt, nicht nur dein Selbstvertrauen ist wieder auf einem höheren Level angekommen, sondern du fühlst dich auch mental erfüllt, du gehst glücklicher und zufriedener zu Bett, du findest so in einen anderen Schlaf, du schläfst mit einem Lächeln im Gesicht ein, weil du zufrieden mit dir selbst und mit deinem Tag, mit deinem Leben bist. Und so baut sich das Tag für Tag einfach auf. Und deshalb ist es so hilfreich, dass du dir wirklich morgens bewusst darüber wirst, wie soll mein Tag heute werden? Was will ich heute machen? Was werde ich heute machen? Dass du so ein bisschen eine Tagesplanung machst und alles das, was du dir vornimmst, nicht nur für heute, sondern auch für morgen und für die Zukunft, dass du da auch dran bleibst, dass du unerschütterlich auf deinem Weg bleibst, das schenkt dir Selbstvertrauen. So kannst du dein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Menschen, deren Selbstvertrauen so arg gebröckelt hat, sind oftmals so unterwegs, dass sie sich überhaupt nichts mehr vornehmen. Und wenn man sich überhaupt nichts vornimmt und das Leben läuft dann noch mehr an einem vorbei und man wird gelebt und andere Menschen oder andere Situationen entscheiden für einen. Und das willst du ja nicht. Deshalb bist du ja auch hier. Du willst ja dein Leben selbst in die Hand nehmen. Du willst ja dein Leben selbst so gestalten, wie es dir und deinem Herzen wirklich entspricht. Und deshalb nimm dir nur die Dinge vor, die du auch wirklich aus ganzem Herzen willst und auch Tag für Tag morgens nimm dir die Dinge vor, die du heute dann auch wirklich machst. Und dann nimm dir für alles, und dann sind wir nochmal bei dem Thema von gestern, wo es um das Thema Zeit ging, nimm dir für alles, was du machst, bewusst Zeit, sei bewusst im Hier und im Jetzt. Und dann wirst du merken, wie du deine Tage auf eine andere Art und Weise erlebst, wie du präsent bist im Hier und im Jetzt, wie du zusätzlich auch noch diese vielen Geschenke, Botschaften, Inspirationen, Ideen, die das Universum dir ständig liefert, auch annehmen kannst, wie du sie erkennst, weil du einfach präsent im Hier und im Jetzt bist und eben so dein Selbstvertrauen aufbaust und aufhörst, an dir zu zweifeln, wie du auch beginnst, so einen unerschütterlichen Glauben an dich selbst zu entwickeln, weil du genau weißt, wenn ich mir etwas vornehme, bleibe ich auf meinem Weg, ziehe es auch durch. Und wenn du so im Kleineren immer mehr die Erfahrung machst, dass es funktioniert, dann entwickelst du einen unerschütterlichen Glauben an dich, an deine Fähigkeiten, an dein Potenzial, an deinen göttlichen Kern. Und erschaffst dir so Tag für Tag dein wunderbares, geniales Leben, so wie es zu dir, zu deinem Herzen, zu deiner Familie passt, zu den Dingen, die du jetzt in diesem Leben einfach noch erreichen möchtest.
Also morgens in den Tag starten mit der mentalen Ausrichtung, Tag durchgehen, genau die Dinge, die du machen willst und das dann eben auch machen. Und wenn es gefühlt 1000 Dinge sind, 997 streichen und es bei drei Dingen belassen, die dann aber durchziehen und dann wirst du abends mental erfüllt zu Bett gehen, mental erfüllt auf den Tag zurückblicken. Das heißt natürlich nicht, dass es auch mal Tage gibt, wo es nicht so rund läuft. Das gehört auch dazu. Aber letzten Endes überwiegen die Dinge, wo es rund läuft, wo es gut ist, wo es so ist, wie es deinem Herzen entspricht. Und wenn mal etwas dabei ist, was dann einfach nicht so gelingt, next play, keine Energie drauf verwenden, sondern dich gleich mental ausrichten. Okay, das ist mir heute nicht so gut gelungen, also hör auf, auch dich zu bewerten und zu be- oder verurteilen deshalb. Dann war es einfach so. Next play, nächster Tag und dann nochmal Krone richten, mental aufrichten, Krone richten, sage ich da gerne und weiter geht's nochmal. Okay, also künftig die Dinge dir vornehmen, die du wirklich willst, das auch durchziehen. Straight auf deinem Weg bleiben, straight tagsüber auch die Dinge machen, die du dir vorgenommen hast. Und so baust du Schritt für Schritt, Schritt für Schritt das Vertrauen in dich selbst, das unerschütterliche Vertrauen in dich selbst, den unerschütterlichen Glauben in dich selbst auf. Okay, also meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag heute, voller Vertrauen in dich selbst und wir sehen uns dann morgen früh. In frischer Frische nochmal zur nächsten Seelenfreude-Challenge. Habt einen wunderbaren Tag, ganz liebe Umarmung, bis dahin, ciao!